Hey, ich möchte ein Video machen zum Thema Alles passiert aus Liebe. Ja, das ist das, wie ich die Welt sehen möchte oder wie ich mir die Welt kreiere. Vielleicht am Anfang, wo ich so herkomme. Ich hatte eine sehr starke Opfermentalität. Ich hatte immer das Gefühl, das Leben ist gegen mich und die Menschen sind gegen mich. Also, ja, das war sehr, sehr tiefgreifend. Und außerdem habe ich dann in irgendeiner Therapiestunde noch, festgestellt, dass ich einen strafenden Gott in mir habe. Also, dass ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, einen vermeintlichen Fehler gemacht habe, dass ich dann mit einer Strafe rechne, beziehungsweise dass das Leben dann mir irgendwas bringt, um mir zu zeigen, dass ich was falsch gemacht habe. Ich glaube, relativ viele Menschen haben diesen strafenden Gott in sich oder diese Stimme im Kopf, die immer sagt, man ist nicht gut genug. Oder das hast du falsch gemacht, oder du bist nicht gut genug. So, ne? Das sind so die Stimmen und ja, diese Strafende und dieses, ja, wo diese Sätze, wo ich das Gefühl bekomme, ich bin ein Opfer. So. Und dann hatte ich viele, viele Jahre eine ganz liebe Heilpraktikerin, Maria von Heiden in Berlin, die mir immer wieder geholfen hat, aus dieser Opfermentalität rauszukommen, indem sie gesagt hat, das passiert aus Liebe. Oder wenn wir jetzt mal so tun, dass das einen Sinn hätte, was dir da passiert, was wäre der Sinn? Ja, also wenn diese Aussage, alles passiert aus Liebe, zu stark ist, dann tut es auch die Frage, was hat das für einen Sinn? Und ich handhabe ja auch zum Beispiel Krankheitssymptome so, dass ich halt hinterfrage, wofür sind die da, was wollen die mir zeigen, welche positive Absicht haben die? Wir tun mal so, wenn sie haben eine positive Absicht, was wollen sie dir sagen, deine Symptome? Ja? Oder wenn dir etwas im Leben passiert, was sich im ersten Moment schlimm anfühlt, was ist der Sinn dahinter? Warum passiert dir das? Und ich gehe da immer davon aus, dass die Seele eine Seele ist, die sich befreien möchte, eine Seele ist, die ja clever ist, die schlau ist und die sich so Sachen ausdenkt, damit ich etwas erkenne. Und ich hatte schon mal davon gesprochen in einem Video über alles passiert aus Liebe. Und genau das war mit dem Video, was ich mit Ramona gemacht habe, wo es darum ging, dem Leben zu vertrauen. Ich verlinke das mal in der Infokarte. Und da hat dann eine Frau drunter geschrieben, ja, was würdest du denn einer Frau in Afrika sagen, die gerade ihr Kind verloren hat oder so? Wir müssen gar nicht so weit gehen bis nach Afrika. Es geht hier nicht darum, wettzustreiten, wer hat das schlechteste Schicksal. Und ich habe auch in der Praxis mit Klientinnen gearbeitet, die vergewaltigt wurden, die Kinder verloren haben. Und ja, auch denen habe ich diese Frage gestellt. Nicht gleich am Anfang, nachdem es passiert ist. Ja, da geht es erstmal darum, den Schmerz zu spüren. Da geht es darum, überhaupt zu realisieren, was ist da passiert. All die Gefühle zu spüren und gehalten zu sein. Doch es kommt die Zeit, wo auch diese Menschen aus dem Schmerz raus wollen, aus diesem Weitergehen wollen. Ja, und dieses Weitergehen kannst du, indem du einmal die Gefühle gespürt hast, das, was da in der Situation war, und dann halt auch, indem du nicht mehr das Opfer bist, das Opfer dieser Situation, dann kannst du dich daraus befreien. Und auch ich habe, ja, schwierige Dinge
erlebt in meinem Leben. Ja. Und wie gesagt, es geht nicht darum, wettzustreiten, wer hat die schlimmsten Dinge erlebt, sondern es geht darum, frei zu werden. Es geht darum, aus der Opferrolle rauszukommen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mit diesem Satz, alles passiert aus Liebe. Ja, wenn das jetzt aus Liebe passiert, was will mir das sagen? Und du musst diesen Satz nicht übernehmen, aber ich merke, ich möchte in einer Welt leben, die so ist, wo alles aus Liebe passiert. Aus Liebe dafür, dass ich immer freier werde, dafür, dass ich mich immer weiterentwickeln kann und immer glücklicher werden kann. Ja. Ja. Schreib mir gerne deine Meinung, deine Ideen und Gedanken zu diesem Video unten in die Kommentare. Und ja, das war's. Ich freue mich aufs nächste Video, wenn du wieder einschaltest. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ciao.